So, heute nur für YouTube. Servus, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier zurück im Studierzimmer von Il Professore MGP, dem Stimmakrobaten. Und wir treiben die Erforschung weiter gemeinsam voran. Und ich bin der Volltrottel, aber das wissen wir schon. Damit könnt ihr uns jetzt nicht immer überraschen, würde ich sagen. Gell? Wenn das jemand jetzt herausfinden sollte, müssen wir einfach nur sagen, Vollbatzel, das wissen wir doch schon lange. So, kriege ich die jetzt irgendwie übertölpelt. Offensichtlich, ja. Hätte ich nicht mehr gedacht, nachdem er da so deppert hingerannt ist. Oh, und die ist sogar sofort tot. Die fällt uns zu Knien und zu Füßen und ist froh, dass wir sie erdolcht haben. Ja, die leben ja nicht gern, ihr Monsterleben da so. Die sind ja eigentlich ganz froh, wenn sie erlöst werden. Oh, da liegt er, glaube ich. Ist das der Typ, den wir suchen? Ich glaube fast. Oder ist es jemand anderes? Ist das der Ehemann? Oh Gott, ist das der Ehemann? Suche, haben wir da den Ehemann gefunden, der sich mit den Nymphen eingelassen hat? Könnte sein. Nee, das ist Gugia. Oh, wo bin ich? Ist das Schnaps? Ah, bestimmt nicht. Natürlich. Oh, Perfektion, was für ein glücklicher Zufall. Trinken wir gemeinsam. Wenn man nicht ab und zu im Alkohol zuspricht, ist die Welt einfach zu viel. So viel zu trinken, dass man sich selbst verliert. Das ist schlecht für die Gesundheit. Andi, das war jetzt zu New, gell? So viel zu trinken, das selbst weg, genau. Obwohl das Trinken euch nie geschadet hat, solltet ihr trotzdem auf eure Gesundheit achten. Das ist halt Schwachsinn. Trinken schadet immer, hier Vollidioten. Ruhmreicher Sieg, was für ein Dreck. Wirklich Blödsinn gewesen. Eine Scheißquest. Total dämlich. Du hast die folgende Belohnung erhalten. Öl des Erwachens mal 1, Rang 7 Leder mal 3, Großholz mal 1 und Tarnadel mal 1. Super. So, und jetzt kehren wir natürlich zum aktuellen Hauptschlagfeld zurück. Na, damit wir das haben. Ah, das können wir mal lesen, weil das neue ist Xiaopei. Pei-Staat, Provinz Yu. Diese kleine Stadt dient als Machtsitz der Nation und ist bekannt als der Ort, an dem Liu Bang, Kaiser Gu Zu von Han, seine Armee aufstellte. Die Gegend ist voller Wälder und Feuchtgebiete, mit fruchtbarem Boden dank reichlich Niederschlägen und dem nahegelegenen Weishansu-See. Am Seeufer lag ein Fischerdorf, das durch anhaltende Banditenüberfälle verwüstet wurde. Diese Kriegszeiten haben auch die Umgebung des Mausoleums des Kaisers Guazhu ruiniert, das von Puyang aus sichtbar ist und immer noch Spuren seiner früheren Pracht bewahrt. Sehr cool. Bin zwar nicht so in der Zone drin, dass es mega genial wäre, aber das war so ein kleiner, wirklich so ein einprozentiger Glimpse of what I am capable of. Und das wäre natürlich schon was gewesen, ne? Aber ich schaue mal, vielleicht finde ich irgendwann was, wo eben gar kein Synchro dabei ist, wo ich wirklich sagen kann, jeden Charakter überlege ich mir was Cooles. Ich bin mehr denn je angefressen, hier mal ein geiles Projekt zu machen. Und sei es vielleicht auch nur wirklich mit meinem Grundprojekt, was ich vorhatte. Seid gespannt, es kommt demnächst was nur für YouTube. Chat, seid nicht traurig, ist nicht schlimm. Ihr müsst euer Leben leben und die YouTuber ihr Leben. Das ist einfach so. Ja, sonst haben wir ja gar nichts mehr. Sollen wir mal Reisen anschauen? Ihr wisst aber eigentlich nicht, dass da was sein könnte. Wir haben das jetzt alles gemacht, oder? Ja, ist alles sauber. Zumal Teil 5 eh schon sehr weit fortgeschritten ist dafür, dass man da gerade mal eine Hauptschlachtfeld und ein Nebending gemacht haben, gell? Finde ich ein bisschen verdächtig. Aber vielleicht gibt es nur 3. Gab es bisher mehr oder weniger? Schreibt es mir in die Kommis, ich weiß es nicht mehr. Muss mal gucken, ob das jetzt schon die 4. oder die 5. Folge ist. Ich habe ein bisschen Track verloren. Dämonen liegen auf der Welt. Seid bereit für sie. Ich weiß nicht mehr, wie ich die alle einzeln gelesen habe. Ich überlege mir jetzt für jeden einfach so, dass ihr eine relativ männliche Stimme schwätzt und für die weiblichen Charaktere eine etwas weiblichere Stimme. Und manchmal eben so das Überzogene, wie der mit dem Schlüssel, das fand ich einfach herrlich, weil die zu der habe ich einen ganz besonderen Bezug, weil das so, ah ja, ich bin halt so, Larifari, das ist einfach herrlich. Das ist einfach herrlich. Okay, da lang, ja. Ja. Okay. Natürlich. Ist ja für uns natürlich gar kein Problem, ne? Weil wir können den Vollidioten ja einfach so erschießen. So, zack, zack. Ja, komm weg. Triffst doch mal den Kopf jetzt. Das gibt's doch nicht, oder? Der so rumzappelt, oder was? Das ist doch ein... Das ist doch ein Rotz, verdammt nochmal, du Scheißspiel, ey! Kotzt mich an! Jo, ist gut jetzt. Wo ist er? Wo ist er denn? Hey, da war doch ein Zwart da. Egal. Die Idioten werden ihn sich schon holen. Ja, das sind alles Idioten. Der Chat ist idiotisch, das wissen's, gell? Wieder mal stellvertretend, Georgi, Anton, Frederik. Knochenbrecher hält sie im Zaum, das ist okay. Und genauso sind die Mitstreiter hier einfach voll batzeln. Das ist einfach so, das taugt nichts. Das war nicht schlimm, es gehört zur Story dazu. So lassen wir sie dabei. Und wenn sie verrecken, verrecken sie. Und im Endkampf helfen sie manchmal ganz gut zur Ablenkung. Da sind sie gut. Das Kanonenfutter, das war sie schon, den einen Kampf, gerade den letzten, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, wenn ich nicht die Batzen den einen da gehabt hätte, der
entsprechend abgelenkt hat. Oh Gott, dann Xuyan. Oh Gott, ja, ja, ist gut. Komm jetzt her, du Trottel. Na, jetzt hat der Xang Fei ihn geaggrot. Das sind solche Volltrotteln. Jede Taktik geht dadurch verloren. Hat er mich jetzt trotzdem noch nicht, dass ich ihn überraschen kann? Oder war es das jetzt mal wieder komplett? War das ein Schuss in den Ofen? Ja, es geht. Geil. Zack, 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 zack. Und tschüss mit dem Idioten. Ja, ja, irgendwelche Rachen. Interessiert mich nicht. So, hier durch. Tigersiegel interessiert mich auch nicht. Da werde ich irgendwann Tausende haben, weil ich eben... Ah, wieder so eine Grütze im Boden. Von wegen reichhaltig Niederschläge. Das ist Grützwurst. Das bringt gar nichts. So, da ist ein Tiger. Den lassen wir mal. Das schauen wir erstmal hier genau um, ob mir da noch was auffüllt. Wie geht's euch? Habt ihr Spaß? Manchmal ist ja auch gut, einfach nur zu merken, wie irgendeiner komplett am Durchdrehen ist. Ah, Mist, 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 Mist. Bewegt die sich oder nein, die bewegt sich nicht. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr Idioten, ihr haltet euch jetzt mal zurück, okay? Ich möchte die gerne übertölpeln. Gott, die hat Stufe 2 und wir 1. Warum haben wir denn hier nur 1? Na ja, gut, trotzdem. Das schaffen wir, oder? Nee, weil wir zu weit weg sind. Das ist so dumm. Hassen wir, aber sie erlegen sie. Mein Schlangensperr hungert nach Blut. Ihr schafft es jetzt nicht, diese dumme Kuh zu besiegen. Ihr seid so hohl. Ihr seid einfach so hohl. Ihr seid einfach nur strunzeblöd. Sie kriecht auf uns zu. Ihr schlägt ihr zweimal rein und dann seid ihr zu dumm, den Killer-Strike zu machen. Go for the kill. Or don't fight at all. You know? So ist es. Müsst ihr mal schauen. Khabib kennt keine Gnade oder hat keine Gnade gekannt, ist mittlerweile... Ja, offiziell, was immer das bedeuten mag, in Rente. Aber da gibt es nichts hier halb garan. Da wird einfach drauf. Und das ist Kampf. Ah, na. Musst jetzt echt den Scheiß Zebrock von der anderen Seite umhauen, dass du hier rüberkommst. Okay, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Das lieben wir ja eigentlich sogar. Gell? Solche coolen Abkürzungen. Ja, und da kamen wir doch her, oder? Das ist doch unser Ursprungsding hier, oder? War es nicht? Nein, ist es nicht. Geil. Ja, da ist ein Kroko, oder? Was ist das sonst? Ja, eben. Sag ich doch, Idioten. Ja, klar. Meine Güte, ist der wieder mal stark, ey. Man hat den Schwanz gesehen, zur Erklärung. Ne? Da, da war er. Ja, ist ja gut. Na, das kann nicht sein, dass der so stark ist, oder? Ist der stark, das ist ja unmenschlich. Weg, 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 ich will weg, ich will weg. Ich will den da retten. Ja, und schon will ich sie doch wieder haben, gell, die Idioten. Jawohl, und tot. Amma. So was Blöds. Das war dumm. Ma, Fehler, immer, immer der eigene Fehler. Brauchst gar nicht lang rumhampeln. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Das ist schon wieder so ein Schwachsinn. Okay, wo kamen wir denn dann her? Also von hier oben ist klar, ursprünglich einmal, da geht es auch nicht weiter zurück. Das will ich jetzt kurz anschauen. Das läuft so, dass wir immer wieder langsam ist. Hey, das ist so dumm. Auch dumm, nach dem Sprung rennst weiter und ich denke immer, ich muss nochmal drücken. Das ist also viel mein eigener Fehler. Du kommst nicht rüber. Oh, da ist aber was zu sehen, geil. So, also was war denn das jetzt? Also wir sind da lang, da lang, da lang. Okay, ja, dann sind wir hier auf. Okay. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, da hinten ist die Grütze, gell? Ja, genau. Okay, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Kann ich den irgendwie übertölpeln oder geht das gar nicht? Na, blitzen geht nicht, aber ich kann das da machen. Ich sehe ihn ja. Kann ich nicht irgendwie dahin jetzt? Wo sind die anderen Idioten? Doof. Ich habe jetzt mehrmals gedrückt, dass es anvisiert, aber es ist einfach zu blödes Spiel. Ja klar, der ist 8 und wir sind irgendwie die 1, gell? Das ist natürlich totale Scheiße. Die ist natürlich totale Scheiße. Ja, ja, du nimmst alles einfach so hin, weil du ein Loser bist, das wissen wir doch. Jesus Gott, Alter. Hey, ist jetzt Gott! Der Trottel natürlich tot, ne?
Nein, ich sterbe schon wieder. Ah, ich bin einfach zu doof geworden. Verabschieden wir uns für jetzt. Pfiat die!